Hallo, liebe YouTube-Fans. Genau. Mal wieder eine Sequenz im Lapsenhaus. Wir sind jetzt an einer ganz ungewohnten Stelle. Hier waren wir vor 8 oder 9 oder vielleicht noch 10 Monaten. Richtig. Als wir gesprochen haben, wie wir die Angebote verfassen hier im Erker. Jetzt nähern wir uns der Endphase. Ich habe jetzt mal eine Aufstellung gemacht. Kann man dann auch im Video dann noch mal größer einblenden. Ja. Da gehe ich mit meinem Schulfreund. Ich denke, Karl Günther Frisch, ja, war die Liste durch. Mhm. Und dann überlegen wir, was hier noch gemacht werden muss. Ist die Liste, die ich aufgestellt habe, vollständig? Oder was wird er aus seiner Sicht als Architekt noch sagen? Mhm. Wir sind ja dabei, heute das Haus mal durchzugehen. Wir sehen, Fernseher funktioniert schon. Das heißt, bitte. Ja, ja, ist gerade aktuell. Deutschland verliert in Irland. Zeitgeschehen wird noch dokumentiert, genau. Ja, also das ist jetzt nur provisorisch auf dem Stuhl. Ja, ein Test. Ja. Ja, wir haben jetzt gerade so ein paar kleine Mängel festgestellt, ne? Aber ja, hast du ein bisschen Fachkundiges dazu. Ja, also der Fußbodenleger, den hattest du beauftragt, der hat ein gutes Angebot gemacht zum Pauschalpreis, so, ich weiß nicht, jetzt sprengt das die Linse. Wir haben hier leider. Kann ja mal hinhalten. Auf Wölbungen. Ne? Hier, ja, das kann man schwer sehen. Hier ist es schon gebrochen. So, das heißt, er hat auf dem bestehenden Gielenboden eine Sperrschicht aus Holz draufgesetzt und dann zügig gespachtelt. Leider wird oft vergessen, dass in einem Gebäude auch bei einer Sanierung sehr viel Wasser sich im Gebäude befindet. Ne? Es ist tapeziert geworden, es ist. Die Gipsbetonwände sind gestrichen worden und demzufolge ist auch ein hoher Feuchtigkeitsgehalt, der jetzt noch unterstützt wird dadurch. So, jetzt muss die Feuchtigkeit irgendwo hin. Die sucht sich ihren Weg, ne, will raus und jetzt passiert sowas. Das heißt also, wir müssen mit dem Bodenleger nochmal sprechen. Die schadhaften Stellen beißt keiner auf die Fahnen ab, muss aufgenommen werden und raus und muss nochmal neu verlegt werden. Und zwar dann auch in einer etwas langsameren Art, nicht gleich die Spachtelmasse hinterherziehen, sondern ein paar Tage erstmal den Kleber, das Angeklebte antrocknen lassen und dann erstmal weitersehen. Aber man will ja heute zügig fertig werden, das ist das Problem. Nun wollen wir natürlich auch unser Fußbodenleger ein bisschen unterstützen und haben demzufolge jetzt unsere neue Heizung, unser Dachstück hier. Gleich mal angemacht, es sind Probeläufe, es geht ja jetzt auch auf den Herbst zu, es wird Zeit, dass das Gebäude so ein bisschen aufgewärmt wird. Das ist jetzt lauwarm, das reicht voll und ganz und gleichzeitig müssen wir immer mal ab und zu querlüften. Das heißt also, ein Grundthema hier, die Feuchtigkeit muss aus dem Gebäude raus. Leider Gottes müssen wir dann auch hier diese warme, feuchte Luft durchs offene Fenster rausjagen. Das ist zwar gegen jede Energieeinsparungsgedanken, für den man inzwischen sehr sensibilisiert ist, aber hilft nichts. Wir müssen die Wärme hier mal raushauen mit der Feuchtigkeit und hier trocken werden. Ja, gab es das sogar, habe ich mal einen Film gesehen, im alten Berlin gab es Trockenwohner. Ich habe das schon mal gehört, ja, 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 genau, genau. Oder es gibt ja auch die goldene Regel, wer neu gebaut hat, soll ein Jahr lang den Außenputz nicht drauf machen, dann soll einmal der Frost drüber gehen, dann kann die Feuchtigkeit schön durch die Wände raus und dann kommt erst der Außenputz drauf. Denn irgendwo habe ich mal gehört, gelesen, man kann sich ja überall informieren im Internet, in einem Einfamilienhaus sind bis zu 8000 Liter Wasser in der Bauphase, die raus müssen. Nun haben wir hier keine 8000, aber wenn es die Hälfte wäre oder ein Drittel, ist es auch noch genug. Das muss raus. Na? So, wir haben uns hier ein schönes Weiß entschieden. Das bedeutet, wir wollten es heller haben. Das war der Grundtenor. Deswegen haben wir schlicht und einfach weiße Bauphase genommen, und zwar überall. Und das zeigt dann auch hier so der Schwenk mit einer kleinen Besonderheit. Sie werden sich sicherlich aus den vorherigen Sequenzen noch erinnern, dass wir an dieser Stelle diese Heizung, die stehende Heizung als Raumteil davor gesehen haben. Die hat immer noch Lieferzeit, wir warten immer noch, ne? Aber sie kommt und sie hat einen Anthrazitboden, der sich ein bisschen an
die vorhandenen oder die noch kommenden Fußbodenbeläge anpassen soll und ist der Vermittler zu diesem Unterzug, den Sie ja nun auch kennen, in Stahlform, verkleideter Form jetzt und jetzt farblich angepasster Form, stellt er sich so dar. Warum haben wir den farblich gemacht? Dazu vielleicht einen ganz kleinen psychologischen Exkurs. Und zwar, wir wollen den Raum hier großzügig gestalten. Also von dem Fenster bis zu dem Fenster ist das in Zukunft ein Raum, auch wenn hier eine Küche ist, dort das Wohnen. Wir wollen Sichtlängen haben. Demzufolge sollte ich auch die Decke als eine Fläche repräsentieren. Wenn wir jetzt diesen Unterzug weiß gemacht hätten, wäre er eine Störung gewesen. Trotz allem, ne, der kann sich ja nicht wegtarnen und hätte Schatten geworfen. Das haben Sie eben im Schwenk gesehen. Der Schattenwurf ist da, es wäre immer ein störendes Element in einer Gesamtfläche gewesen. So, jetzt machen wir jetzt aus der Not eine Tugend. Wir nehmen dieses störende Element und stellen es auch als solches dar. Und zwar in einer anderen Farbe. Was hat das für einen Effekt? Die Fläche als Ganzes wird wieder wahrgenommen, während der Unterzug für sich ein Element ist. Alles, diese beiden Sachen fallen in zwei Elemente, Unterzug und Fläche. Und das ist das, was wir genau wieder herstellen wollten. Der Unterzug ist nicht irgendwie ein beigeflicktes Teil zur Decke, passt doch nicht. Nein, wir gehen jetzt genau auf den Kontrapunkt, Fläche, Unterzug. Und dann natürlich, wie ich vorher sagte, das sollte ich dann durchziehen über den Heizungskörper bis zu dem Boden. Also ein bisschen Homogenität und wir wollen auch trotz allem das Auge beruhigen. So, das war der kleine Exkurs zu diesem Grauthema. Vielleicht noch das zweite. Hier erkennen Sie die neuen Schrägen, die schräge Wand mit der Toilette dahinter. Hier haben wir für die Küche auch auf Tapete verzichtet, sondern nur weiß gestrichen. Das wollen wir hier mit Raufaser. Hier können wir dann die Materialien, Beschichtung besser anbringen. Also hier ist Tapete überhaupt nicht notwendig. So, hier, ich hatte vorhin von Sichtlängen gesprochen. So, jetzt verschwinde ich meine Sichtlänge. So ganz knapp im Dunkeln. Ich verschwinde die Günter Netzer in der Tiefe des Raums. Ne? So, das ist eins auch unser Prinzip. Warte, ich von der Treppe her kann ich sehr schön sehen. Warte mal, ich mache jetzt mal die Lampe. Lampe hier vorne hin. So. Genau, dann lassen wir es mal so stehen und dann ganz das einfach so schwenkt von mir da reinmachen. Über, ich kann ja nicht gehen und nehme die Leiter da weg. Ne? So. So, jetzt sind wir wieder da. Jetzt kann man das hier schön sehen. So, dann jetzt sind wir wieder mal zu zweit. Jetzt sieht man uns schön hier, die Sichtlinie geht bis zur Treppe rauf und nachher machen wir den Schwenk in umgekehrter Form, dass wir dann hier diese komplette Sichtlinie haben. Hier kommt noch ein schöner Kronleuchter hinzu, den wir von unten, also auch von oben sehen können. Deswegen ist hier die Beleuchtung, kommt ein besonderes Gewicht zu. Eine schlichte, einfache Deckenlampe macht hier keinen Sinn. Hier will ich auch mit der Beleuchtung als Instrument arbeiten können. Farbe sieht man hier. Hier ist es grau, neu gestrichen worden, ist sogar ein bisschen feucht. Ja, jetzt fasse ich nicht drauf, was ich eben falsch gemacht habe. So, das hier war früher ein abgesetzter Teil mit besonderer Farbe, die wischfest sein soll. Und wir hätten jetzt normalerweise das durchführen können, aber wir wollen auch ein bisschen auf die Historie und wie es war Rücksicht nehmen. Und hier haben wir eigentlich nur eine farbliche Anpassung vorgenommen. Von Weiß und Grau, was unsere Form und Farbsprache sein soll für hier. Und wenn man den Schwenk ganz kurz mal so macht, dann sieht man, dass es durchgängig einfach mal so ein Braunton war. Da wollten wir von weg. Mhm. Denn so fügt sich das besser an die Treppe an, die doch bei der das Grau dominiert. Und der grüne Handlauf, der kriegt noch seine besondere Bedeutung. So, dann gibt es noch diesen Schwenk hier rein. Um nochmal auf die Sichtlinie zu verdeutlichen, hier nochmal das Abgesetzte von diesem Teil. Nochmal kurz erwähnt, wir wollten hier keinen geschlossenen Sturz machen. Das ist
wir wollen deutlich machen, das ist ein neues Teil, das ist das alte Teil. Das neue Teil steht in dem alten Gebäude drin. Haus-in-Haus-Theorie. So, und das ist jetzt die lange Sichtlinie. Ich nehme das mal weg hier. Und so wäre man hier sitzend und könnte, hätte eine freie Sichtlänge fast über die gesamte Diagonale des Hauses. Und das ist für die Größe des Hauses eigentlich das Maximum, was wir haben erreichen können. Wenn dieser Schwenk nochmal hier bezeichnete, das ist somit der schönste Blick, den ich dann habe auf meinen zukünftigen Wohnzimmer setze. No. So, vielleicht noch kurz ein Wort zu den Lampen. Das hatten wir ja auch in einer früheren Sequenz gesagt, wie wir das ungefähr haben würden mit der Taschenlampe. Jetzt sieht man das hier in gebauter Form. Das wird schon wesentlich besser. Es ist noch etwas dunkel, weil da fehlt jetzt noch vier Lampen. Und hier drüben, die sind auch noch nicht angeschlossen, sind wohl schon drin, aber noch nicht angeschlossen. Und dann sieht das hier schon ganz anders aus. Mit diesen Lampen wollen wir auch nur eine Art Grundbeleuchtung herstellen. Accessoirebeleuchtung wie Stehlampe, Fernseh, Hintergrundbeleuchtung oder all sowas oder Leselampe, das ist dann dem Nutzer überlassen, das zu komplettieren, um es in der Gesamtheit herzukriegen oder angepasst reduziert. Also wir haben hier zwei Grundmuster. Die Grundbeleuchtung in Kombination mit den Accessoirebeleuchtungen in Gesamtheit oder punktuell. So, ja, jetzt komme ich hier sogar nach unten hin. Das ist ja gar nicht auszuhalten, wie schön das ist hier. Das macht Spaß, dabei Fernsehen zu gucken, ja. Und dann kann ich trotzdem noch ausreichend projektieren, ohne dass ich hier ein Lichtbereifungs herstelle. Ich möchte nicht alles hier gleichmäßig hell haben. Ich kann hier punktuell arbeiten. Das ist so der Gedanke, den wir hatten. Ohne dass wir jetzt hier direkte Lichtplaner sind. Ne? Aber so von unseren Wünschen oder den Wünschen des Bauherrn und vor allen Dingen auch der Frau, ne, die ja auch an mich Farbenwünsche hat, nehmen wir gerne Rücksicht und es wird trotzdem gut, denke ich mal. Ne? So, zu der Liste. Vielleicht noch ein kurzes Wort. Das ist immer ein großer Vorteil, ab und zu mal eine Dokumentation zu machen. Was steht noch aus, was liegt noch an? Auch im Hinblick einer Zeitschiene. Wann könnte das erfüllt werden? Auch im Hinblick der vielleicht noch offenen Finanzen. Das ist ja auch ein Thema. Man muss immer jetzt mal gucken zum Ende. Was ist noch in der Kasse drin? Was können wir uns jetzt hier noch leisten? Was können wir machen? Und das ist jetzt sehr schön die Themen. Fenster streichen, Türen, das sind also noch Malerarbeiten. Dann kommt die Inneneinrichtung mit der Arbeitsplatte, wieder Malerarbeiten, steckt noch ein bisschen Elektro. Aber nicht mehr viel, wieder Malerarbeiten, Haustüren streichen, ja. Das wäre eine schöne Grundlage, um dann mit dem Handwerker mal zu sprechen. Hier, das sind noch Aufgaben, machen wir mal einen Preis dazu. Das ist sowas wie ein kleines LV, wenn man so will. Da muss er seine Preise hintersetzen, unten drunter kommt die Summe und dann kann man nochmal drüber reden. Ne? Sowas ist immer zu empfehlen. Ne? Dann hat man auch was dokumentiert. Ne? Falls auch mal das Finanzamt fragen sollte, ne? Mal so nebenbei. Also das sind die Grundlagenermittlungen, das LV, dann gibt es ein Angebot und dann gibt es die Abrechnung. Das ist der klassische Vorgang auf der Baustelle, ne, wie man baut. Also, empfehlenswert, kann ich nur sagen. Ne? Vielen Dank, dass du es gemacht hast. Da ist ja nur mein Geld, was ich darf. Ja, das ist nur dein Geld. Ich muss, ja, dann muss man auch sorgsam umgehen. Genau, ne, muss man sehen, ne, was ist noch... Ja. Was ist Wunsch und was ist Pflicht? Ne? Ja klar, man kann ja auch intern durchgehen und sagen, okay, was ist hier Wunsch, was ist Pflicht, was könnte ich selber machen? Ne? Ich muss hier nicht alles, na, wenn ich nicht gerade zwei linke Hände habe, kann ich sagen, okay, Tür streichen, Fenster rein streichen. Ja, die Fenster haben wir ja nur darauf verzichtet, neu zu machen. Ja. Ne? Weil wichtig. Eben vieles, was hier drin passiert ist, Elektrik oder so, war viel teurer. Es war, die Elektrik war ein bisschen zu fahren, ne? Da sind wir auch recht hoch reingegangen. Ne? Aber nach der Wende aufkloppen ist immer so eine Sache, ne? Und neue Strippen zu ziehen. Mhm. Andererseits muss man auch klar sagen, die Fenster sind in einem guten Zustand. Die sind alt, aber in einem guten Zustand. Sodass wir es uns überlegt haben, die Fenster nicht rauszureißen, sondern vielleicht, so wie die Finanzlage es hergibt, uns auf einen Gläserwechsel zu reduzieren. Wobei auch die Gläser
natürlich nicht dem neuesten Stand entsprechen, aber es sind Doppelscheiben, die sind teilweise 10, 15 Jahre alt, länger nicht. Die sind nicht 30 oder 40 Jahre alt, dann muss man darüber nicht reden, dann müssen sie raus, aber sie sind noch nicht so alt, sodass wir sagen können, okay, vielleicht können wir das in einer zweiten Stufe mal durchführen und es macht dann auch nicht so viel Aufriss, als wenn wir jetzt hier neue Wände aufkloppen müssen. Also das ist ein Thema, was wir beruhigt zurückstellen können, ohne jetzt ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ich denke, auch das muss sich jeder Bauherr überlegen, was kann ich noch ausführen, was ist sinnvoll, stelle ich zurück, um es später mal noch durchführen zu können. Ja, das war es für mich jetzt erstmal hier zu diesem Thema. Was liegt bei dir noch an Sorgen an oder soll ich mir die Kamera übernehmen? Nö, sonst denke ich, haben wir alles besprochen. Ja, wir gehen jetzt nochmal komplett durchs Haus durch, wenn es irgendwelche Auffälligkeiten sind, dann, das sollte man auch immer machen, so eine Art Bestandsliste, wo sind noch so Besonderheiten. Das hier die To-Do-Liste, dann kommt noch so eine Art Mängelliste, die würde so ähnlich aussehen, wo sind die kleinen Sachen, wo ist hier was abgebrochen oder sowas, wo dann der Handwerker dann doch nochmal ran muss. Alles aufschreiben, ihn dann zu besprechen und ihm dann an die Hand geben, dass er das dann abarbeiten kann. Dann wird auch nichts vergessen, das ist jetzt wichtig. Ne? Gerade jetzt, so in den Endstadien, müssen wir uns auch so ein bisschen müssen wir in die Feinheiten, in die Details gehen. Ne? Da können wir hier so Gradkanten oder so vorspringende Teile, das können wir uns, wollen wir uns auch nicht leisten. Ne? Dann sieht es nach Fusch aus, es soll sauber, vernünftig aussehen. Es ist teuer genug. Ne? Und nicht nur ich habe den Anspruch, sondern erst recht der Bauer darauf, eine adäquate Leistung zu bekommen für das Geld. So, das war es jetzt für mich. Erstmal. Okay, dann danke ich dir. Ne? Dann wollen wir, nochmal gucken. Den Betrachtern der Absenhaus-Videos mal wieder ein längeres Video zumuten. Ja, machen wir wieder eins drauf. Ne? Okay. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Von uns beiden. Ne? Ja. Tschüss. Tschüss.